Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Tea Time. Wer keinen Tee mag, Coffee Time. Ja, das Thema heißt Zeit. Ich hatte ja gestern ein Video zum Menopausen-Make-up gemacht und es kam sehr gut an. Und da dachte ich mir, okay, dann bleiben wir doch bei dem Thema und spreche ich heute mal über diese heiße Zeit, die uns Frauen erwartet. Allerdings laut wissenschaftlicher Studien, da haben wir sie wieder, die Studien, ein Drittel erleben die Hitzewallungen oder die Wechseljahre mit den einhergehenden Hitzewallungen sehr stark, sehr belastend. Ein Drittel, na, da geht es so, die schlittern da so irgendwie durch und ein Drittel merkt überhaupt nichts. Das ist natürlich klasse. So, ich trinke mal einen Schluck. Ja, womit geht die heiße Zeit einher? Mit Stimmungsschwankungen. Was besonders belastend ist, mit Trockenheit, nicht nur die Haut, sämtliche Schleimhäute trocknen aus, Libidoverlust, Schlafstörungen, Hitzewallungen, Gewichtszunahme, Fressattacken, die Haare liegen nicht mehr. Es sind so viele Symptome, die uns begleiten, also die Ladies, die das betrifft, und der Zeitraum ist, den kann man nicht abschätzen, das kann 2 Jahre dauern, 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, bei mir waren es 10 Jahre. Und das kann schon mit Mitte 40 beginnen. Besonders wer jetzt zum Beispiel die Gebärmutter rausgenommen bekommen hat. Da treten die Wechseljahre deutlich früher auf und wie gesagt, an manchen gehen sie vorbei. Es ist eine wirklich hot time und es ist erstaunlich, wie viel... Ich habe mal auf YouTube geschaut, wie viele Videos es dazu gibt, besonders so von Fernsehsendern. Und was ich noch erstaunlicher fand, dass oft Männer diese Sendungen moderieren und auch junge Frauen, die eigentlich gar nicht aus Erfahrung sprechen können. Gut, Männer kommen auch in die Wechseljahre, aber das waren junge Männer. Und das hat mich doch sehr erstaunt und gab mir jetzt nochmal so Auftrieb zu sagen, okay, ich rede einfach nochmal über die Wechseljahre, was da mit uns so passiert oder was mit mir auch passiert ist und wie man diese Zeit... Ja, wie kann man sie eigentlich, man kann sie nur annehmen. Das Beste ist annehmen, man kann hadern mit seinem Schicksal, aber das bringt uns ja nicht weiter. Weil Fakt ist, es ist ein ganz normaler Zyklus, also der mit uns passiert. Wir sind eben nicht mehr jung, früher war es die Pubertät, jetzt sind es die Wechseljahre, diese Hormonumstellung. Und die hat eben ihre Begleiterscheinung. Und je mehr man sich dagegen wehrt, desto schlimmer wird es, glaube ich. Am besten ist es, man nimmt es an. Es ist natürlich schwierig, wenn bestimmte Situationen eintreten und diese Hitzewallung uns überrollt oder diese Hitzewelle. Besonders, wenn man in irgendeinem Gespräch ist. Oder stell dir vor, du hast ein Date. Ne? Und dann sitzt du da und auf einmal siehst du aus wie aus dem Wasser gezogen, das Make-up verschmiert und ganz, ganz furchtbar. Was auch, also was ich sehr belastend fand, sind diese Schlafstörungen und natürlich auch dann diese Hitzewelle, die einen in der Nacht so überfällt. Da kannst du eigentlich aufstehen, kannst dich duschen, kannst dich frisch anziehen, vielleicht sogar das Bett noch neu beziehen. Und ich denke aber für Frauen, die in dieser Zeit alleine da durchgehen oder vielleicht auch noch eine Lebensveränderung damit einhergeht, ist es noch schwieriger. Wenn du in einer liebenden, wundervollen, sympathischen, netten Partnerschaft lebst, ist das, glaube ich, einfacher. Weil dann hast du jemanden, der das mitträgt. Wenn du jetzt alleine bist oder du willst vielleicht noch jemanden kennenlernen, ist es so eine gewisse Scham auch, obwohl das total bescheuert ist. Wir müssen uns doch nicht schämen. Es ist ein ganz normaler Vorgang. Ja? Aber es wird eben nicht so gern darüber gesprochen, Wechseljahre. Ich weiß noch, was ich damit anfing, so vor 10 Jahren. Am Anfang war mir das total peinlich, dass ich, oh Gott. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiß der Hund drauf, ne, wenn so eine Welle mich überrollte, habe ich gesagt, okay, tut mir leid, ich bin gerade hier, Hitzewallungen, Wechseljahre. Und dann haben dann die Leute, also nicht Frauen, aber Männer haben dann doch sehr peinlich berührt weggeschaut und haben gesagt, naja, so. Dann gehörst du irgendwie so zum alten Eisen, man wird so ausgemustert, man ist so, man kommt sich so minderwertig vor. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt oder seht. Es sind Chaosjahre. Es passiert eine Umstellung mit uns. Wir sind nicht mehr 30, wir sind nicht mehr 40, wir sind älter geworden. Und das ist ein ganz normaler Zustand. Und man hört immer, ja, du musst jung sein, du musst fit sein, du musst dich bewegen, du musst Energie haben, du musst, du musst, du musst. Aber Fakt ist, dass wir mit 50 plus oder noch älter nicht mehr diese Energie haben. Das ist doch ganz normal.
Wir müssen einen Gang runterschalten und müssen das auch akzeptieren. Man redet immer von Sport. Okay, ich finde Sport gut, aber Sport hört sich mal so leistungsorientiert an. Ich finde das Wort Bewegung besser, wenn man sich bewegt. Man muss ja nicht so riesige Einheiten machen, ja, dass man jetzt gleich immer so, jetzt mache ich dreimal die Woche eine Stunde Sport. Wichtig ist, glaube ich, jeden Tag sich zu bewegen, ob das Laufen ist, so ein paar Übungen sind. Und wenn es nur 5 Minuten sind, also laufen sollte man schon mehr als 5 Minuten, aber so 5 Minuten so Dehnungsübungen zu machen, das tut uns schon gut. Man kann das ja bei weit geöffnetem Fenster tun, ne? Durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen und bestimmte Beckenbodenübungen zum Beispiel auch machen, weil es passiert eben Folgendes, auch durch die Wechseljahre oder durch Geburten, dass auch die Blase schwächer wird. Diese berühmte Inkontinenz, sehen wir ja genug Werbung, ne, was uns da alles empfohlen wird, was wir uns in Schlüpper stecken sollen. Ja. Aber man kann den Beckenboden, ihr lacht jetzt bestimmt, man kann den Beckenboden eben auch trainieren. Und da gibt es ganz einfache Übungen, die mit der Atmung zu tun haben. Die kann ich euch jetzt nicht vormachen, aber ich kann es euch erklären. Also durch die Nase tief einatmen und dabei alles anspannt, Schließmuskeln und so weiter. Und dann merkt, also es wird alles angespannt und beim Ausatmen mit geöffnetem Mund alles wieder loslassen. Und diese Übung kann man auch im Sitzen machen, man kann sie im Stehen machen, man kann sie auf einem Gymnastikball machen. Wichtig ist die Haltung, ja? Weil alles wird irgendwie, auch die Knie. Ich habe festgestellt, ich habe zu viel gesessen in den letzten 3 Jahren und falsch gesessen anscheinend, dass ich das Knie irgendwie durch diese falsche Haltung, die ich wahrscheinlich eingenommen habe, ich mein Knie belastet habe, dass ich jetzt auf einmal Knieschmerzen habe oder es ist Arthrose, keine Ahnung. Es sind diese ganzen Begleiterscheinungen, die wir hinnehmen müssen. Okay, wir können ständig zum Arzt rennen, wir können uns die Tabletten verschreiben lassen, wir können die Tropfen nehmen. Um über diese Hormone. Hormone ist ja so eine Ersatztherapie. Natürlich kann das mit Hormonen besser werden, aber Hormone sind doch umstritten. Also erst wurden sie gefeiert, dann wurden sie verteufelt. Jetzt heißt es wieder, naja, ist doch alles nicht so schlimm. Aber eben das Gesundheitsrisiko durch das Einnehmen von Hormonen ist eben, ich bin keine Medizinerin, aber das weiß jeder, ist kompliziert, ist schwierig, ist fragwürdig. Ich hatte, also meine Mutter, die hatte mehrere Schlaganfälle und die hat auch Hormone genommen. Ich meine, jetzt lebt sie nicht mehr. Sicherlich spielen da viele Faktoren mit eine Rolle, aber es ist auf jeden Fall ein Risiko, wenn man Hormone nimmt, über einen längeren Zeitraum, dann vielleicht auch noch raucht. Also, ne, man kann vieles tun, man kann vieles lassen. Wichtig ist meiner Meinung nach, wie man die Sache sieht, ob man sie positiv sieht und sie annimmt oder ob man sie negativ sieht und sie nicht annimmt. So ist es eigentlich mit allem im Leben. Ne? In dem Moment, wo ich mich mit einer Sache abfinde, dass sie so ist und das Beste daraus mache, gehe ich am besten da durch. Vor allem belaste ich mich da nicht so stimmungsmäßig auch. Ne? Diese Stimmungstiefs, das ist natürlich auch ein ganz großes Thema, Depressionen, dass sich Frauen dann wertloser fühlen, weil wir sind ja nicht mehr in dieser fruchtbaren Phase. Ja? Dann dieser, wie gesagt, Libido-Verlust durch Trockenheit unter anderem, wohin, da gibt es ja auch Mittelchen dagegen. Aber Männern geht es genauso, Ladies. Also es geht nicht nur uns Frauen so, die haben natürlich jetzt nicht so diese Hitzewallung und so Schlafstörungen, weil die haben eben andere Probleme, die sie belasten. Und da gibt es nun auch Mittelchen und Wege, damit sie das wiederum beheben können. Aber ich bleibe mal bei uns Frauen. Man lebt in einer Zeit, oder wir leben in einer Zeit der Selbstoptimierung und jünger, besser, straffer, schöner und alles so lange wie möglich erhalten oder zu erhalten, das ist gut. Wir werden älter und wie gesagt, ich hatte das im letzten Video, glaube ich, auch gesagt, in dem letzten Gesprächsvideo, wenn man jetzt so um die 50 ist oder Mitte, Ende 50, hat man vielleicht noch 30 Jahre. Das sind nochmal genauso 30 Jahre wie von 20 bis 50, nur dass wir sie anders erleben. Aber man sollte auf seinen Körper hören und unser Körper gibt uns genug Signale, ja? Und nicht veräppeln. Wir veräppeln uns ja auch gerne. Ne? Das ist auch immer so eine Geschichte. Es ist so ein schwieriges Hoch und Runter. Und ich finde, man sollte dem Alter noch etwas abgewinnen. Es nicht nur negativ sehen. Wir sind eben nicht mehr so leistungsfähig. Wir sind es immer noch, aber eben nicht mehr so wie mit 20 oder wie mit 30. Sondern wir sollten das machen, was noch geht. Wir sollten uns auch entschleunigen. Sich Pausen gönnen. Und diese Pausen sinnvoll für uns nutzen. Ruhephasen. Und das kann jetzt keiner sagen, nee, ich habe die Zeit nicht dafür. Man hat sie oder man sollte sie sich nehmen, weil das ist ganz, ganz wichtig, sich Ruhepausen zu gönnen. Wie auch immer man die jetzt für sich auslegt, da kann ja jeder machen,
oder muss für sich einschätzen, was tut mir gut, womit würde ich mich jetzt gut fühlen und nicht immer nur sich von außen so inputmäßig immer nur so zuballern, ne, sondern in sich hineinhören. Das Altern als etwas Schönes annehmen. Man kann auch sagen, man ist zu jung fürs Alter. Aber was ist jetzt Alter eigentlich? Kann man das definieren? Ab wann ist man alt? Ab 50? Ab 60? Eigentlich ist man nie zu alt. Dieser Satz, man ist immer so alt, wie man sich fühlt, das finde ich eigentlich, der ist sehr gelungen. Das ist ein guter Satz. Auch wenn man nicht mehr so aussieht. Aber wichtig ist sowas im Herzen, was mit uns da drin passiert. Das ist wichtig. Und das geben wir auch nach außen hin ab. Was mit uns passiert, geben wir nach außen hin ab. Ja, ich glaube, genau so könnte man das nennen. Also Bewegung, eine gesunde Ernährung. Ich würde jetzt eigentlich auch auf Diäten. Diese Diäten, ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, es steckt doch überall eine Industrie dahinter. Ne? Einfach das so annehmen, wie man ist. Zufrieden sein mit sich, auch mit seinem Körper. Mein Gott, dann hat man eben ein paar Kilo mehr. Aber ich finde, man sollte sich nicht kasteien. Ich habe also auch durch diese Wechseljahre zugenommen, auch wenn ihr sagt, ne, wie willst du eigentlich, du bist doch schlank. Na klar, ich will ja auch nicht jammern, aber trotzdem merke ich, dass mein Körper sich verändert hat. Und dass man jetzt so ein bisschen Bauchfett bekommt, und da kannst du machen, was du willst, der geht einfach nicht weg. Nichts mehr mit flachen Bauch, ne, wie mit 20 oder mit 30 oder auch noch mit 40. Das sind die Hormone. Und ich möchte da nicht eingreifen. Das heißt, ich bin ja nun sowieso durch. Ich möchte das annehmen, wie es so ist. Und der Sinn dieses Videos ist einfach, euch Mut zu machen, wenn ihr da gerade drin steckt. Oder ihr sagt vielleicht, genauso habe ich das auch erlebt. Und ich bin mir sicher, ich krieg das so ein bisschen mit, wie ihr so tickt. Ich habe hier eine ganz wunderbare Ladies drauf. Und ich denke, die gehen genauso damit um oder sind genauso damit umgegangen. Ja, deswegen passen wir so gut hier zueinander. Also entschleunigen wir uns mal selbst, nehmen das so an, wie es ist. Es ist eine heiße Zeit mit einem Hoch und mit einem Runter. Verzichtet auf irgendwelche chemischen Zusätze. Also ich kann es nur mal von mir sagen. Man muss da durch, es ist so, wie es ist. Man kann das Rad nicht zurückdrehen. Man kann nichts auf Krampf versuchen, das nicht haben zu wollen. Das Altern als etwas Schönes zu sehen. Man hat ja auch gewisse Erfahrungen, ne? Erfahrungen, die uns so gemacht haben, was wir jetzt sind, wie wir jetzt sind. Also ich würde mal sagen, wir bieten dem Altern die Stirn. Wir machen das in kleinen Schritten. Wir ernähren uns gut. Wir bewegen uns ein bisschen, wir pflegen unsere Haut, wir trinken genug, wir umgeben uns mit netten Menschen, ärgern uns nicht zu viel, lassen einfach einiges abprallen. Also ich rede jetzt hier nicht von extremen Situationen, es gibt ja auch Menschen, die in ganz schlimmen Situationen sind. Ich rede jetzt einfach nur allgemein, ja. Darüber möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Es gibt doch ganz, ganz schlimme Schicksale, die sagen, was redeten die da eigentlich, ich habe das und das am Haken, die können das überhaupt nicht nachempfinden. Sicherlich, es hat jeder irgendwie so sein Päckchen zu tragen, der eine mehr, der andere weniger. Manche müssen alleine dadurch, durch diese Phase. Aber eins ist gewiss, sie geht vorbei. Sie macht auch was mit uns. Sie macht uns ein bisschen gelassener. Also das kann ich von mir aus sagen. Nichts gelingt nicht immer. Aber man kann ja auch an sich arbeiten, ne? Dass man sich über so einige Dinge nicht mehr so aufregt. Obwohl es ist schon manchmal schwierig, sich nicht aufzuregen, weil die Welt ja so, es dreht sich alles so schnell. Es ist nicht mehr wie früher. Also unsere Großeltern, die würden in dieser Zeit, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mein Gott, was ist da los? Die würden wahrscheinlich gar nicht damit klarkommen. Wir sind immer irgendwie so, ne, unter Strom. Und lassen uns aber auch mitziehen, ne, durch die Werbung, durch diese ganzen sozialen Medien, auch durch YouTube natürlich, ja. Also nochmal die Wechseljahre, es ist eine ganz natürliche Veränderung, die mit uns geschieht und ich finde, wir sollten uns einfach feiern. Wir sollten uns feiern, dass wir so alt geworden sind, dass es uns verhältnismäßig gut geht, dass wir verhältnismäßig gesund sind, dass die Knochen sich noch bewegen, weil wir tun ja auch vieles dafür, ne, um uns lange fit zu halten, aber nicht übertreiben, weil wir können, wie gesagt, nicht mehr den Stand von 30 oder 40 erreichen. Man ist entschleunigt, man ist langsam. Vieles klappt einfach langsamer. Ich frage mich manchmal auch, sag mal, wie hast du das vor 20 Jahren gemacht? Ne? Man merkt irgendwie so, dass die Batterien so ein bisschen leerer sind und dass man ein bisschen länger braucht, um aufzutanken. Und ich muss noch unbedingt diese Zeiten wieder nehmen, um aufzutanken, mal so gar nichts zu machen, so Seele baumeln zu lassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht immer, aber dann eben in kleinen Schritten, einfach so ein bisschen. Ja,
Es stürmt und regnet draußen, ihr Süßen. Das ist jetzt, ich hatte eigentlich nicht vor, das Video zu machen, aber ich habe mich jetzt kurzzeitig hingesetzt und dachte, redest du einfach ein paar Minuten nochmal passend zu diesem Thema Menopause, heiße Zeit für uns Ladies. Und ihr seid nicht allein, ich bin nicht allein. Ihr könnt euch gerne hier untereinander austauschen, das finde ich ganz toll, wenn ihr euch so Ratschläge und Tipps, Ratschläge, das Wort wollte ich nicht benutzen, Hinweise und Tipps gibt, wie der eine oder andere das empfunden hat, darüber hinweggekommen ist. Auch vielleicht Ladies, die Hormone genommen haben, vielleicht haben sie ja gute Erfahrungen damit gemacht. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich sie nicht genommen habe. Ich dachte mir, nö, da musst du jetzt durch. Das machst du jetzt einfach, das ist so eingerichtet von der Natur. Also gehst du da jetzt durch, egal, komme was wolle. Und es ging vorbei, aber es hat lange, lange gedauert. Also nochmals. Lasst uns feiern, wir sind toll, wir sind fabelhaft. Das ist jetzt mein Schlusssatz. So, weiterhin würde ich mich freuen, wenn jetzt Ladies, die neu dazu gekommen sind, kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und wisst ihr was? Die Glocke aktivieren ist auch nicht ganz unwichtig. Dann verpasst ihr nämlich keines meiner Videos, die ich so wöchentlich hochlade. Ich würde mich über nette Kommentare freuen und verbleibe wie immer mit den besten Grüßen an euch. Seid besonders gut zu euch, ganz, ganz besonders. Und bis bald. Ciao.